Jo, was geht ab? Willkommen zurück hier bei Valheim. Ich habe mal mein Dach ein bisschen verstärkt. Werde jetzt auch hier die Säule reinsetzen, weil die Drohne stehen genau in der Mitte. Von daher ist es okay. Aber die muss ich nochmal umsetzen jetzt. So ist gerade. Und dann so, dass die so ein Stück davor hängen, ne? Hä? Hab du gerade Harz geholt? Ja, okay, gut, dann ist das mir egal. Kann man so lassen. So, ja, da oben liegt noch Holz. Ich muss noch mal gerade schauen. Also, ich werde jetzt wieder nicht. Ich werde jetzt nicht den ganzen Part hier am Dach bauen, keine Angst. Rot. Weil da noch was fehlt. Aber mal gucken. Ja, es dauert natürlich wieder. Ich gehe mal ein bisschen Holz einsammeln von dem, was ich abgerissen habe. Hier draußen dürfte noch irgendwas liegen, genau. Oh, einiges. Ja. Da ist eine kleine Ecke. Aber ich wollte es nicht an dem Stein dran haben. Das ist schon alles richtig so. So, und wie sieht es denn jetzt aus hier von der Farbe? Da ändert sich nicht wirklich viel. Also, ich glaube, da können wir dann drauf verzichten. Ich hoffe nur, ich kriege das jetzt noch hingesetzt. Oh, was war das denn? Ich habe da gedrückt. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Oh, doch, ich war schnell genug. Jawohl! So, das heißt, bei dem dürfte es nicht mehr so problematisch werden, weil der jetzt schon gestützt ist von der anderen Seite. Oh nein, Mann, ich erschrecke mich jedes Mal. Hey, das geht nicht. Komm, mach das erstmal irgendwie so. So, hier bin ich jetzt gespannt. Gut, der Eingang... Es ist nicht vorm Eingang, auch nicht wirklich schön, aber das muss halten da oben. Das ist eigentlich das Wichtigste. Da muss ich da noch einmal dran oder sitzt der jetzt da komplett? Wupp. Der hat sich verbunden. Ah, das war ja klar. So. Ist ja immer noch nicht geklärt, ob das dann wirklich komplett hält, ne? Na? Da hinten fehlt es auch noch. Ich finde es immer eklig hier oben. Da habe ich Angst. So, und die waren einfach von unten falsch gesetzt. Oh nein! Stein eingerissen. Na, so. Er stürzt einfach so ganz langsam ab. Mal sehen. Hält garantiert nicht. Als ob. So, dann hätte ich es ja eigentlich schon so gut wie fertig. So, da will er bestimmt wieder nicht. Nein. Oh, der Nebel. Oh. Gerade so. Juhu. Ja, ich bin doch skeptisch. Also wenn ich da jetzt Dach drauf setze,
Ich werde das hier in dem hinteren Bereich einfach mal testen. Jetzt fehlt mir das Holz. So, natürlich ist das jetzt so ein bisschen doof. Wir haben dann hier den Wehrgang oberhalb des Daches, aber das geht halt nicht anders aufgrund der geografischen Gegebenheiten. Ist halt so. Finde ich aber jetzt auch nicht wirklich schlimm. So, hier unten hat doch... Warte mal, ich mache erstmal vielleicht hier oben wieder. Die Steine hin. Da war eh noch gerade irgendwie ein Fehler. Weil da die Großen rein müssen. Waren hier die Großen oder? Welche hatte ich denn da drin? Gucken wir einfach nach. Ja, da war der, ne? Passt. Oh. Der Energie ist alle. Er hat auch Hunger. Hallo, aufstehen. So, das sitzt. Aber da vorne scheint es ja zu halten, ne? Und da habe ich ja auch irgendwie... Mist gemacht. Ich glaube, der ist richtig. Ja, und hier hat er auch noch was gefehlt. Genau da. So. Und jetzt würde ich sagen, das kann hier auch wieder weg. Den lasse ich mal jetzt noch da zur Stütze für meinen Steg, mein Bausteg. So, und ja gut, das Dach reinsetzen ist dann nicht mehr so der Akt. Ich meine, das ist gelb. Die Teile sind halt leider rot. Da kann ich aber dann zur Not, wenn ich dann, ja, Eisen haben wir halt nicht so viel. So, das mit Eisen verstärken noch. Und an was ich jetzt nicht gedacht habe, wir müssen eigentlich eine kleine Lücke da oben drin lassen. Für den Rauchabzug. Das heißt... Wir machen den einfach ein Stück auf. Das sollte reichen, oder? Zur Not machen wir das hier noch auf. Ich mach's erstmal so. Aua. Boah. Hilfe. Warte mal, da gibt's doch jetzt die anderen. Das könnte interessant aussehen. Boah. Nee. Wie denn? Wie sieht das nicht aus? Warum sie ausgerechnet die Elemente reingenommen haben, weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, irgendwann wollte ich die auch mal drehen, ging halt nicht. Das ist zu groß. Ich mach's erstmal wieder so zu. Passt schon. Und auf der anderen Seite auch. Das mache ich aber von oben. Da komme ich viel besser dran. Ängste. Doch, da war er.
Ah, der muss doch noch mal weg. Hä? Jetzt? Gut, ich habe jetzt gerade mal getestet, ob man da reinfallen kann. Das wäre natürlich ärgerlich, wenn wir dann ständig da oben festhängen. Oh, dasselbe hier auch. Oh, wobei, da habe ich die noch nicht gesetzt. Das ist nicht so schlimm. Von oben! Blockiert. So, jawohl. Und das Dach setze ich mal offscreen drauf oder in einem anderen Part. Ich möchte jetzt die Schatzkammer einrichten, auch wenn sie noch null fertig ist. Einfach damit ich nicht immer nur die ganzen Parts Dach mache. So, da muss ich aber wahrscheinlich erstmal ein bisschen Holz loswerden. Holz, Stein, nehmen wir uns dann alles mit, wenn wir es wieder brauchen. Kernholz. Komm weg. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Platz. Blüßen. Warte mal. Die war voll, dann müssen wir hier weiterbauen. Also weiter auffüllen. Und jetzt muss ich gerade schauen. Möbel, wo waren das? Verschiedenes. Münzhaufen. Oh, eine Schatzkiste. Alter, was brauche ich denn dafür alles? Münzstapel, Münzhaufen, die Schatzkiste. Rubinmünzen, was ist das da unten? Nein, als bitte nicht. Das ist doch jetzt keine Silberkette, oder? Die haben wir nämlich nicht. Die haben wir mal verschenkt. Also, die haben wir verkauft. Ich kann das echt ein bisschen schlecht sehen. Eine Silberhalskette, ja. Bin mal gerade ganz nah rangegangen. Boah, schade, ey. Dann ist es bloß so ein kleines Teil. Gut, dann nehmen wir erstmal einen Haufen Münzen mit. Das sollte ja schon mal reichen. Die Schatzkammer. Aber die Silberkette, wo gab's die her? Die Silberhalskette. Ich glaube, irgendwo im Sumpf, oder? Also ich finde das jetzt gar nicht so verkehrt hier mit den Dingern. Ich sehe auch gerade, dass da noch nicht ganz fertig ist. Egal. Er ist ja klein. So, die Schatzkiste hätte ich dann halt gerne hier hinten oben drauf. Wie bitte? Ja, als ob man 999 benötigt dafür. Krass, also so eine richtig fette Schatzkammer einzurichten, das zieht sich wahrscheinlich. Und hier baue ich dann doch keine Tür rein. Ist ja auch nicht ganz so wichtig. Ey, ernsthaft? Diese Silberkette, ey, ich wusste irgendwann, ne? Das ist, wenn du die ganze Scheiße immer dann doch irgendwie verkaufst. Haben wir beim Händler, glaube ich, verkauft. Das ist einfach mal nix. Klar, wir haben noch einiges an Münzen da, aber die Kiste ist ruckzuck leer, wenn wir den Raum schön füllen wollen. Und dann müssen wir auch noch die Wände schmücken und alles. Und sowas sollte auch dann hier in der Ecke sein, ne? Aber hier bloß weg mit den Fackeln, ey. Die füllt doch keiner auf. Hier, okay, da kann man die so lassen. Hier kommt aber einfach wirklich sowas hin, wenn jetzt genug Feuer hätte. Oder vielleicht so schräg.
Einfach weil das ordentlich Beleuchtung gibt. Die muss auch weg. Hier finde ich sie ganz okay. Könnte man überlegen, ob man noch eine andere Farbe nimmt. Es gibt keine gelben Fackeln, ne? Ich suche die jedes Mal. Hier. Blau, grün, doch gelb. Das sind die Standardfackeln, ja. Standeisenfackel würde ich doch eher die nehmen, aber Eisen ist halt wieder so ein Problem bei uns. Haben wir nicht genug? Aber gut, ich würde sagen, wir kommen ein bisschen voran. Der Außenbereich ist ja auch noch bei weitem nicht fertig, aber das wird alles noch Stück für Stück, Step by Step. Und ja, ich bedanke mich. Wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein. Bis dahin. Tschüss.